Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Night of the Rabbit. Wir waren ja beim letzten Mal hier stehen geblieben und ich muss euch was erzählen. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde vor Aufnahme, sogar eine ganze Stunde vor Aufnahme, meinen Spielstand wiederherstellen müssen quasi. Habe einen Datelic Support angerufen, beziehungsweise allgemein mal da angerufen bei Datelic. Und habe einen Hinweis gekriegt, wenn irgendwas ist, man sollte mal auf deren Datelic Support Seite gucken. Und da gibt es dann so einen schönen Abteil, das heißt Safe Games. Darunter kann man dann einige Safe Games finden und sich wieder zu dem Spielpunkt, zu den aktuellen, wo man war, hinspielen. Danke an der Stelle nochmal an den Datelic-Bereich. Ohne eure Hilfe hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, jetzt wieder rechtzeitig weiterzumachen. Und ich rede nochmal mit den alten Magier. Er ist eingeschlafen. Ach stimmt, er ist eingeschlafen. Weil meine Figuren waren nicht mehr sichtbar. Die waren quasi unsichtbar. Also ich hatte keine Ahnung, vor allem ich hatte auch keine Maus. Ich hatte gar nichts. Maus war nicht sichtbar, er war nicht sichtbar. Man hatte eigentlich nur die Halle. Ja. Damit bin ich fürs Erste fertig. Irgendwie gruselig, wie die einen anstarren. Wer die wohl alles sind? Der erste Baum. Irgendwie strahlt dieser Steinbaum etwas sehr Gutes und Warmes aus, obwohl es hier so kalt ist. Oh oh, bitte keine Ruckler. Wo kommt nur dieses Licht her? Das ist nicht die Sonne, oder? Ich habe gerade erst meinen PC gereinigt, da kann ich nicht ruckeln. Okay, wir müssen irgendwie rauskriegen da. Vielleicht so? Da passe ich besser. Nee. Damit bin ich fürs Erste fertig. Okay, Leute, ich bin jetzt entweder blöd oder... Irgendwie gruselig, wie die einen Wer die... Sollen wir vielleicht... Da flüstert wohl nichts. Okay. Wie bekommen wir es da raus? Viele Sachen haben wir nicht mehr. Mein Becher. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Metallfassung. Nichts. Damit bin ich... Vielleicht, wenn ich das hier mache... Aha! Ich kapiere! Der Tonträger sein, von dem der Magier gesprochen hat. So. Und wo finde ich jetzt das fünfte Portal? Es ist wieder Nacht. Ich muss mich beeilen. Ich muss das Portal zur Lichtung des ersten Baumes öffnen. Okay. Zur Info, wir haben natürlich auch einige Tautropfen nicht mehr. Ist natürlich auch klar, weil, ne? Die Tautropfen sind logischerweise ja weg, die ich gesammelt hatte. Und die Sticker, die habe ich aber alle schon wieder eingesammelt, die meisten, die noch gefehlt haben. Aber daher... habe ich da kein Problem mit gehabt. Zumindest im weitestgehenden Sinne nicht. Kann natürlich dort und da noch mal was sein, was ich wieder
dadurch jetzt übersehe, weil ich das nicht mehr im Blick hatte. Aber eigentlich müsste ich alles eingeschaut haben. So, und wir müssen jetzt mit dem Tonträger, soweit ich gelesen habe. Halt, stopp. Das ist doch, es sieht aus, als ob er einfach auseinandergefallen wäre. Jetzt sind es nur noch ein paar Kiesel und ein paar Zweige. Der Waldschrat liegt da. Der alte Magier sagte, dass man mit diesem Ding Töne und Schwingungen mitnehmen kann. Aber der feine Ton der Kristallstatue ist wohl zu schwach dafür. Vielleicht funktioniert es ja umgekehrt und ich kann die kleine Statue mit irgendeinem Ton noch mehr zum Klingen bringen. Ob man da wohl einen bestimmten Ton braucht? Warte, das Plötzchen? Da passe ich besser. Nicht. Was für ein... Da steckt ein kleiner Stein... Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen einen... Ja, und das fang doch mal auf. Der alte Magier, aber der... Nicht? Okay. Oder muss ich das in einer bestimmten Reihenfolge machen? Jawohl, das wäre total bescheuert. Ich hole mir mal erstmal die beim Baum. Vielleicht, wenn ich da mit den Klöckchen... Da passe ich besser. Nein. Vielleicht da. Vielleicht mit der Tasse. Mein Becher ist sicher eine Allzweckwaffe. Auch nicht. Das klappt so nicht. Das klappt so. Warte mal, und was ist, wenn wir... Da muss kein... Da muss... Ich versuch mal was. Da steckt ein... Ich höre einen ganz... Als... Was für ein... Ich höre ganz... Als ob... Ja. Damit soll... Dann mach doch einfach das mit das hier nutzen. Der Alt... Aber vielleicht, ob man... Ich weiß nicht. Er stand in den Kommentaren immer nur, ich soll das miteinander mal kombinieren. Tonträger mit Kristall. Das muss dieser Knackkäfer sein, den die Kirchenmäuse vermissen. Ah. Ich habe jetzt leider keine Zeit. Seht ihr, da hat dieser Spieler auch anders gespielt als ich. Ich habe ihn ja zurückgebracht. Na gut, egal. Ach. Das klar steht aber... Na gut. Also, das Klass ist vorhanden. Der Partygast auch. Okay, Partygast ist vorhanden, obwohl... Hoch die Tassen! Wer wird heute hier? Okay, weil wir die Karte noch nicht hatten von ihm. Alles klar. So schon strange, aber hey, was soll's. Na gut, die Tür ist jetzt verschlossen. Dann versuchen wir mal... Versuchen wir nochmal das hier. Der alte Magier sagte, dass man mit diesem Ding Töne und Schwingungen mitnehmen kann. Aber der feine Ton der Kristall... Vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Und ich kann die kleine Statue mit irgendeinem Ton noch mehr zum Klingen bringen. Ob man da wohl einen bestimmten Ton braucht? Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Ach, ich muss... Okay, warte mal.
Haben wir hier irgendwo, wo wir einen gläsernen Ton mitnehmen können? Einen gläsernen Ton. Ich versuch's mal. Hier? War hier irgendwas? Ich versuche einfach mal mit der Statue anzufangen. Der alte Markt, aber der vielleicht funktioniert es ja umgekehrt. Und ich kann die kleine Statue mit irgendeinem Ton noch mehr zum Klingen bringen. Ob man da wohl... Man braucht dafür einen bestimmten Ton, aber wie kriegen wir den? Ja, aber wie ist die Frage? Wo haben wir denn noch eine? Also da haben wir eine, das ist mir klar, wir haben beim Baum eine. Wir haben eine da. Und wir haben oben bei den Motten eine. Oh, und da haben wir noch einen Sticker. Ein Aufkleber. Ja, ein Aufkleber, besser gedacht. Ich sag ja, derjenige, der das gespielt hat, hat nicht alles gesammelt, der hat halt nur auf den Punkt hinzugespielt, damit man ein zusammenhängendes Spiel hat wieder, quasi. Aber wie kriege ich jetzt den Ton rein, frage ich mich. Und vor allem, weshalb sollte ich den Ton reinkriegen? Warte mal, kann ich vielleicht keinen Ton zu mitnehmen? Ein Ton schon mitnehmen, ja. Wie denn? Wo denn? Weshalb denn? Klarer Bach, ist mir klar. Schön, wie der so vor sich hin plätschert. Okay. Wie sollen wir denn den Ton mitnehmen? Versuchen wir doch mal. Nichts. Schade. Nichts. Ich glaube, hier wird keine Täuschung. Nee. Grünwuchs bringt uns hier auch nichts. Obwohl vielleicht bei dem Waldschrat. Nichts. Nee. Aber dann können wir vielleicht die mit dem Waldschrat verwenden. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Nee. Ich gehe nochmal zu den Baum, wo wir waren. Wo ich ja erst weggegangen bin. Ah! Das könnte es doch auch sogar sein, oder? Wenn wir mal überlegen. Ah, das werden wir gleich sehen. Nicht da lang, ich muss den anderen Weg nehmen. Weil er sagte doch, irgendwo bei einer meiner Folgen hat er doch gesagt, da pustet Wind durch. Ich muss mit da ja. Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Doch. Hui, er fängt an in der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Aha. Verrückt. Das ergibt irgendwie für mich aber einen Sinn, du. So verrückt ist ja auch erscheint. Oh, wir sind wieder falsch gelandet. Gerannt. Muss mir mal angewöhnen, linksseitig wegzugehen bei den Teil. Da holen wir uns doch direkt hier den.
haben jetzt den Ton und können ihn darauf anwenden, hoffe ich doch mal. Richtig? Ja, nice. Okay, jetzt habe ich auch verstanden. Oh, die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Oh. Das Greifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Hoppla. Das nehme ich besser mit. Okay, da haben wir die Statue. Dann nehme ich jetzt die Statue als nächstes. Oho, die kleine Christ. Oh, das nehme ich besser mit. Und auch hier sehe ich wieder einen Sticker, den derjenige da nicht mitgenommen hat, beziehungsweise logischerweise nicht mitgenommen, sondern einfach nur um Speicherstand zu aktivieren. Noch so ein Aufkleber. Ich weiß nicht, was das immer ist. Ah ja, das ist der Harfe. Ich weiß nicht immer, was das ist, aber mein Handy, ich krieg gerade einen Anruf rein, deswegen nicht wundern, ich muss leider wegdrücken. Ich bin ja mitten in der Aufnahme für euch. Ich werde die Person auch mich zurückmelden, also keine Sorge. Ich bin ja kein Unmensch, ich rufe natürlich die Leute auch zurück, die mich anrufen. So, ich mache jetzt noch den hier und dann ist da nur noch eine Statue. Wo war die noch? Die Baum hinten. Ach ja. Die natürlich. Natürlich unser erster Portalbaum, wo wir durchgekommen sind. Die habe ich ganz vergessen. Wie gesagt, ich bin sonst nicht so, aber wenn ich gerade aufnehme, nach ungefähr einer Stunde Vorbereitung, weil das ja alles ein bisschen fehlerhaft war und so, bin ich da ein bisschen, ne? Schwingen wie der Tonträger. Oh, das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Das nehme ich besser mit. Genau. So, und jetzt haben wir alle Teile. Und mit denen soll ich zurück zu dem Baumstumpf, wurde mir gesagt, wird heute geschrieben. In einer PN wurde mir mal wieder was geschickt. Ich weiß immer noch nicht, ihr könnt mir mal sagen, wie man das bei YouTube macht, eine PN zu schicken. Ich habe das Prinzip irgendwie immer noch nicht ganz verstanden. Tut mir leid, also für alle, die es wissen und mich jetzt natürlich deswegen auslachen. Nobody's perfect, ne? So. Natürlich, ich lasse mich ungern spoilern, aber daher ich so viele Minuten manchmal verschwendet habe an manchen Sachen, dachte ich, okay, gucke ich doch mal in den Kommentaren rein, was denn da so Interessantes steht. Sehr gut. Passt. Da passt der nicht. Da passt. Also da passt er nicht, da passt er nicht, aber trotzdem so, passt es, oder wie? Ich finde es sehr lustig. Eine Tür. Ja, schön. Das muss der Durchgang sein. Eine schöne fette Tür. So, und ab hierhin habe ich null Ahnung. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Ganz ehrlich, ich habe jetzt null Ahnung. Hey, was ist das denn? Oh. Ein Raum aus grünem Glas. Grün? Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Ein seltsamer Raum aus Glas ist an dem alten Baumstumpf erschienen. So, und tut mir da echt nochmal leid wegen der Hektik jetzt gerade. Vergiss es, das klappt doch nie. Wie seltsam.
Vergiss es, das klappt doch nie. Wie seltsam. Wie seltsam. Das kann doch gar nicht funktionieren. Oh, ich habe diese Dinger auch das gehabt. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Das kann doch gar nicht funktionieren. Nur schön, falls ihr jetzt sagt, ich klicke mal auf dieselbe Stelle. Es gibt nur eine Stelle bei dem Teil. Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Das kann doch gar nicht funktionieren. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Wie seltsam. Wieso, was macht er denn da falsch? Vergiss. Also irgendwie passt das nicht. Jetzt hab. Also irgendwie. Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Jetzt hab ich. Warte, kann das ich hier. Das kann doch gar nicht funktionieren. Doch, warte mal, ich habe eine Idee. Täuschen. Ich glaube, hier wird keine Täuschung benötigt. Doch! Der Schlüssel schwebt mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Okay. Kann ich das vielleicht? Wohl kein Ton zum Mitnehmen. Flüstern? Ah, du sollst aufgeben. Aber weiterkämpfen voller Hoffnung. Kannst du das? Ich bin doch so blöd, ne? Alles klar. Unfair. Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Ja, nimm doch einfach den Schlüssel. Ich habe dir den Schlüssel. Oh oh. Das klingt nicht gut. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Das hätte es. Na gut. Ich mache wieder zwei Bilder. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier an der Stelle. Habt noch eine schöne Woche, habt noch schöne Tage. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Und ich hoffe auch, dass diesmal, wenn ich jetzt speichere, nicht ein Fehler oder sonst was entsteht, weil ich will das nicht nochmal machen bis alles. Diese Speicherherstellung und so. Deswegen haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Charles. Tschüss. Und hoffe wieder.